Guten Tag erstmal. Hallo, mein Name ist Dinkel. Ich wollte euch einmal ganz kurz abholen, warum das jetzt eigentlich so ein stressiger Moment war mit meinem Steuerberater. Nochmal ganz kurz, um hier alle abzuholen. Ich habe den Steuerberater gewechselt zum neuen Jahr. Ne? Zum Januar habe ich den Steuerberater gewechselt, weil mein alter Steuerberater, ja, ich sag einfach mal, influencer-technisch nicht so auf dem neuesten Stand war. Hat natürlich anderes behauptet, bevor ich zu ihm gegangen bin. Hatte so ein bisschen Ahnung von der Theorie, aber wusste einfach viele grundlegende Dinge nicht, die man von einem Steuerberater eigentlich erwarten sollte. Ja, ja, da kommt jetzt, da kommt jetzt wirklich eine relativ ausführliche Abholung meinerseits. So, und dann muss aber auch ein bisschen die Schere selber heben, weil ich ja auch nicht gerade so dahinterher war. So ein Steuerthema hat keiner Bock drauf und ich habe mich nicht wirklich drum gekümmert. Und der alte Steuerberater ist mir da jetzt aber auch nicht die ganze Zeit auf die Füße getreten und hat sich darum gekümmert, dass ich mich darum kümmere, okay? Also eine klassische Akimbo-Scheren-Situation. Beide haben Fehler gemacht. Aber Fakt ist, und das kann man ganz objektiv beurteilen, war er von seiner Expertise nicht anwesend. Vielleicht muss man den Steuerberater auch ein bisschen in Schutz nehmen. Du hast ja, wenn du zum Steuerberater gehst, nicht immer die ganze Zeit wirst du betreut von dem Steuerberater, wenn du Fragen hast, ne? Oder wenn es irgendwas ganz Wichtiges ist, dann hast du Kontakt mit dem Steuerberater. In der Regel hast du halt eine Buchhalterin und eine Sachbearbeiterin. Und ich glaube, meine Buchhalterin bei meinem alten Steuerberater war noch in der Ausbildung. Meine Sachbearbeiterin war relativ jung und so. Das war halt alles so ein Wischi-Wischi hin und her Geplänkel. Und als ich den Steuerberater gewechselt habe, ist ganz schön viel an die Luft gekommen. Also ich bin jetzt bei einem Steuerberater, der auch schon vorher Influencer besessen hatte, auch schon die ein oder andere, ja, wie nennt man das, Betriebsprüfung bei Influencern durchgeführt hat. Ja, also dass das Finanzamt dann gesagt hat, wir wollen mal wirklich alles sehen, Titten auf Tisch. So ähnlich könnt ihr euch eine Betriebsprüfung vorstellen. Und der kannte sich dann halt aus. Und das habe ich auch relativ schnell gemerkt, weil alles, was ich beim Steuerberater vorher gelernt habe oder gemacht habe, auch in so einem Programm wie DATEV, wo man ja die Belege erfasst, wo man seine Kontoumsätze hat, damit man das auch alles vernünftig in Reihe und Glied hat, das war alles entweder falsch oder nicht ausführlich gemacht worden. Und für 2021 musste das noch der alte Steuerberater machen, also meine Steuererklärung, die ist jetzt fertig. Das hat aber auch Ewigkeiten gedauert, deswegen konnten wir uns nicht ums neue Jahr kümmern. 2022 macht der neue Steuerberater, da muss der wahrscheinlich das gesamte Jahr neu buchen. Und dann hat es halt auch nochmal dementsprechend gekracht, dass mir ja, bevor ich beim neuen Steuerberater zufällig durch eine Unterhaltung mit Chris aufgefallen ist, dass ich viel zu viel Umsatzsteuer bezahlt habe 2022, weil ich einfach auf jede Überweisung von Twitch und von YouTube Umsatzsteuer abgeführt habe, also 19%. Die muss man aber gar nicht auf ausländische Einkünfte abführen, weil du ja quasi, weil die Umsätze aus dem Ausland ja schon netto zu dir kommen. Du musst zwar Einkommensteuer zahlen, ne, ganz normal, und Gewerbesteuer grundsätzlich, aber Umsatzsteuer musst du auf diese Beträge nicht zahlen, denn wenn ich einen Zap bekomme von einem von euch, ist der Herz, by the way, außer seinem Prime in den Chat, mache ich ja für Twitch Umsatz und Twitch sitzt in den USA. Und ich bekomme pro Sub wird auch nicht 3,99 gesplittet, sondern halt 3,39 oder so, ne? Weil ja die Umsatzsteuer noch abgeführt werden muss. Und das wusste der einfach nicht, mein alter Steuerberater. Der hat mir einen erzählt von wegen, ja, ich habe ja keinen Beleg bekommen von ihnen, keine Überweisungsbestätigung und so. Das war einmal halt ein Thema und das muss er aber trotzdem mal wissen. Oder das muss er ja zumindest mal gesagt haben am Anfang oder so, ne? Das heißt, ich habe in 2022 auf fast alle Umsätze von YouTube und fast alle Umsätze von Twitch, alle Überweisungen, die ich bekommen habe, an Geld, habe ich nochmal 19% Umsatzsteuer mehr drauf bezahlt. Also deutlich zu viel. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ungefähr sind, aber wir sind auf jeden Fall über 10.000 Euro. Die bekomme ich wieder. Das ist gar kein Stress. Okay. Die bekomme ich wieder. Darauf trinken wir noch einen ganz kurzen Schluck. ZGG. Das ist nicht weg, das Geld. Also we chillen. 10.000 nimmt man mit. Ja, man muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, wie das läuft. Die kriege ich ja nicht netto, weil dementsprechend ist ja mein Einkommen gestiegen und deswegen muss ich erhöhte Einkommensteuer zahlen. Oder mehr, also die muss ich ja auch wieder ganz normal versteuern. An die Einkommensteuer. Ich muss auch direkt vorweg sagen, das ist alles immer so Randgelaber von mir, weil ich nicht so tief drin stecke. Ich arbeite daran, dass ich mich da besser mit auskenne, damit mir genau sowas halt nicht mehr passiert. Damit ich halt ein bisschen checke, dieses ganze Konstrukt, ja.
kannst ja kein Unternehmen führen und auch, es ist keine Arbeit und ihr scheiß Influencer zocken, USA. Ist es ja trotzdem, bin ich ja ein Ein-Mann-Unternehmen. Und wenn du das vernünftig führen möchtest, musst du dich auch halbwegs in den Steuern auskennen. So. Das war aber nicht das Einzige, was mein alter Steuerberater, ich sag mal, schwierig gemacht hat oder schwierig umgesetzt hat. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Das ist wirklich krass. Wenn du ein Gewerbe aufmachst, jetzt als Influencer zum Beispiel, dann startest du erstmal mit einem kleinen Unternehmen. Weil du ja noch nicht so viele Umsätze hast, ne, noch nicht so viele Einnahmen, ditte und hier. Und wenn du ein Kleinunternehmer bist, musst du keine Umsatzsteuer zahlen. Es gibt eine Grenze, ich glaube, die liegt irgendwie bei 24.000 Euro. Wenn du mehr als 24.000 Euro umsetzt, musst du im Jahr darauf Umsatzsteuer abführen. Also bist du ganz normal Unternehmer, musst ganz normal Umsatzsteuer und so weiter zahlen. So, und das alles, ne, was ich jetzt sage, ist nur so, wie ich das verstanden habe. Können noch ein paar Dreher drin sein. Und das Krasse ist, oder 22.500 Euro. Alright. Und jetzt wird's krass. Ich bin 2022, habe ich normale Steuern abgeführt. Umsatzsteuer und so weiter und so fort. Weil ich ja 2021 deutlich mehr Umsätze hatte als 22.500. Und das wissen wahrscheinlich viele von euch nicht. Floyd wusste es auch nicht. Beziehungsweise Chris wusste es auch nicht. Viele wissen es nicht. Ich habe euch gerade erzählt, dass man auf die Umsätze aus dem Ausland keine Umsatzsteuer zahlt. Weil man ja das Geld schon netto bekommt, weil man ja im Ausland für die Unternehmen Umsätze erzielt hat und diese Unternehmen ja auch Umsatzsteuer zahlen müssen. Und wenn du es dann noch in Deutschland mit der Umsatzsteuer versteuerst, hast du die klassische Doppelversteuerung. Eine ZDS. Eine Zwischendoppelversteuerung. Eine ZDVS. Und jetzt müsst ihr euch wirklich bitte ganz kurz anschneiden. Kurz festhalten, anschneiden. Diese 22.000 Euro Grenze für Kleinunternehmer sind ja nur als Grenze dafür, dass du im nächsten Jahr Umsatzsteuer zahlst. Aber auf die Einkünfte aus dem Ausland bezahlt man ja so oder so keine Umsatzsteuer. Das bedeutet, dass die auch nicht in diese Grenze fallen. Und 2021 war ich noch bei keinem Management. Ich hatte keinen Partner außer Level Up und habe ein, zweimal Produkte von Logitech bekommen. Das heißt, mein gesamtes Geld habe ich nur durch Twitch und YouTube bekommen. Ich hätte 2022 nicht normal ich hätte 2022 keine Regelbesteuerung gehabt, sondern wäre noch Kleinunternehmer gewesen. Wusste mein alter Steuerberater auch nicht. Und das Geld kriege ich nicht wieder. Weil das Finanzamt logischerweise sagt, ja, wer freiwillig Regelbesteuerung macht, der ist selber schuld. Das ist nicht so viel wie an Geld, was ich wiederbekomme. Ich glaube, da ging es um 5.000, 6.000 Euro. Das ist unfassbar viel Geld. Aber es lohnt sich jetzt nicht, wegen sowas irgendwie dem Steuerberater gerichtlich irgendwie eins auszuwischen, weil das ist auch einfach, ich krieg's eh nicht wieder und dann müsste ich mich da gerichtlich mit dem beefen und auf diese ganzen Kopfschmerzen habe ich keinen Bock. Es ist ätzend, es ist so, aber es ist geisteskrank. Und dass ich das jetzt überhaupt weiß und dass ich das überhaupt gemerkt habe, zeigt dir auch einfach, bei was für einem krassen Steuerberater ich mittlerweile bin. Ja, weil Chris wusste das nicht, Floyd wusste das nicht. Ich weiß nicht, ob es Domo wusste. Ich habe jetzt nicht mit so vielen Leuten darüber gesprochen. Und ich will mich nochmal ganz kurz, ne, sorry, wie gesagt, 5.000 oder 6.000 Euro, natürlich ist das viel Geld. Absolut. Ja, aber so Steuerberater sind ja total gut abgesichert und so. Und ich habe so viel zu tun den ganzen Tag. Ich habe da jetzt keinen Bock, mich noch irgendwie gerichtlich da auf Schadensersatz oder so. Da sehe ich mich nicht. Das ist mir viel zu erwachsen, diese ganze Geschichte. Da würde ich, glaube ich, wirklich kaputt gehen bei. Ich hätte es auch verhindern können, wenn ich mich einfach letztes Jahr oder vorletztes Jahr mehr um die Bürokratie gekümmert hätte. Da würde ich richtig Ramazan machen. Ja, ich kann es auch total nachvollziehen. Vielleicht kommt das jetzt für den einen oder anderen noch komisch rüber, aber mein Tag ist so vollgepackt. Ich habe 4 YouTube-Kanäle. Ich stream jeden Tag 7-8 Stunden. Ich habe so viel Ausgaben, dass ich gerade fast gar keinen Gewinn mache für diese YouTube-Kanäle. Ich habe 3 Leute, die ich regelmäßig bezahle. Ich habe eine Freundin. Ich gehe regelmäßig ins Gym. Ja, wenn ich jetzt noch einen Anwalt bezahlen müsste, wenn ich da mich jetzt noch drum kümmern müsste, dann würde ich kaputt gehen. 100%ig. Ich bin bis oben hin voll. Bis oben hin. 100%. Und ich bin noch im Kaloriendefizit, ja. Also, ne, und dann hast du ja noch den ganzen Daily-Dings, die Kooperation und so weiter und so fort. Wir haben jetzt 18.40 Uhr und wenn ich den Stream ausmache um 11:30 oder so, muss ich noch ein Video aufnehmen. Mit einer Integration vom Scarf-Controller, die einmal im Monat kommt, habe ich auch vergessen, weil ich zu viel im Kopf habe. So, wisst ihr, was ich meine? Dieser ganze Switch, ne,
Dieser neue Steuerberater, der musste mich ja komplett neu an die Hand nehmen. Beziehungsweise die Sachbearbeiterin und die Buchhalterin, die mussten mir alles neu erklären im DATEV, wie ich Belege erfasse, wie ich die vernünftig zuordne. Habe ich alles falsch oder nicht ausführlich im letzten Jahr gemacht in diesem Programm DATEV, ja? Und dann 1,5 Stunden, dann Gesprächsprotokoll, dann habe ich ständig Nachfragen, dann muss ich immer wieder anrufen, dann gab es eine Deadline. Wir haben jetzt Juni, Ende Juni, wir haben immer noch nicht die, also jetzt übermorgen ist, glaube ich, die Deadline, die Buchhalterin für mich beim Finanzamt rausgeschlagen hat noch, weil wir ja eine gute Erklärung haben, weil ich halt quasi komplett blank saß, weil ich ja gar nichts wusste, musste ich jetzt das gesamte Q1, weil wir immer noch keine Umsatzsteuervoranmeldung haben, ich muss ja jetzt monatlich Umsatzsteuer halt ganz normal zahlen, haben wir so eine Pauschale dann gemacht, irgendwie musste ich dann schon wieder, keine Ahnung, über 1000 Euro, nee, oder 3000 Euro oder so, 2000 Euro musste ich schon bezahlen mit Verzug und so weiter, weil ich das ja alles erstmal wieder lernen musste und weil wir die restlichen 6 Monate noch Stress von dem letzten Jahr und dem Jahr davor hatten. Und jetzt musste ich bis übermorgen quasi, musste ich das gesamte Q1 belegtechnisch im DATEV einpflegen. Jede Transaktion, die du hast, ist, und für Leute, die sich damit gar nicht auskennen, in diesem Programm DATEV ist jede Transaktion von deinem Konto drin. Und damit du halt vernünftig Umsatzsteuer zahlst oder deine Vorsteuer wiederbekommst und den ganzen Bums oder das überhaupt als Ausgabe geltend machen kannst, musst du halt zu jeder Zahlung einen Beleg haben. Und mach das mal für 4 Monate, weil du halt vorher dich damit nicht ausgekannt hast, es nicht richtig gemacht hast und hier und da. Ich hab's die ersten Monate, ich hab das regelmäßig gemacht, aber ich hab's halt so gemacht, dass ich das Ganze nochmal neu machen musste, weil ich das mit meinem alten Steuerberater falsch gelernt habe. Und das musste ich jetzt halt gestern und vorgestern und letzte Woche machen. Und jetzt habe ich gestern wirklich, das hat mich psychisch wirklich auseinandergenommen. Ich habe gestern von 14 Uhr bis 22 Uhr ohne Pause mein gesamtes Q1 hier vernünftig, sorgfältig und schön eingepflegt. Und ständig immer wieder meine Sachen, ich weiß gar nicht, was es gekostet hat, diese ganze Beratung. Immer wieder angerufen, immer wieder gefragt, mache ich das richtig, ist es hier. Jetzt war ich am Wochenende auch noch in Hamburg, konnte da dann halt nichts machen und so. Nebenbei habe ich dann noch im Kopf, Kooperation hier, es kommt noch eine CyberGhost-Integration, die muss dann erst, dann muss ich erstmal das wissen, welches YouTube-Video, dann müssen die das noch abnehmen, müssen die das kontrollieren, eine SCUF-Integration, ja. Ich will auch nicht rumheulen und so, ne, ist einfach, dann ist jetzt meine Freundin im Urlaub, ich muss einmal am Tag dahin die Katzen füttern und so, muss ich gucken, dass sie nicht abnippeln. Und eigentlich will ich doch nur streamen, Digga. Und dann nebenbei noch das Kaloriendefizit. Das regelmäßig im Gym, ich gehe 5-mal die Woche ins Gym, ne? Also Montag, Dienstag oder also immer 2 Tage, dann 1 Tag Pause, dann 2 Tage und so. Oh. Und dann hat auch noch Franz Urlaub, also der eine von meinem Cutter. Madcap ist jetzt seit Montag wieder da. Und die Nachzahlung von 2021 kommt jetzt nächste Woche Montag. Die kracht auch nochmal komplett. Wisst ihr was? Ich bin knatschig gerade ein bisschen. Klassisch knatschig. So, Alternative. Ich kann natürlich die Buchführung kann mehr Geld zahlen und dann machen die halt diese also macht das Steuerbüro halt diese Erfassung der Belege. Aber für den Anfang, fürs erste Quartal gab es keine andere Option, weil auch die Sachbearbeiterin und die Buchhalterin mich ja erstmal kennenlernen müssen. Weißt du, wenn ich da fucking Night Dev NIGHTDEV davon eine Rechnung habe, hat die ja überhaupt keine Ahnung, was das ist. Weißt du, dann kann die natürlich die Belege erfassen, aber da kriege ich 4 DIN A4 Seiten Rückfragen und können wir es auch lassen. Können wir es auch lassen, Freunde. Dann kann ich das direkt selber machen. Ich werde das mit denen besprechen. Im Endeffekt, wenn du es regelmäßig machst, dann sitzt du da in einer Woche eine halbe Stunde dran oder im Monat eine Stunde und dann hast du es und dann hast du dir viel Geld gespart. Aber wenn man einmal die Kunden angelegt hat, dann wiederholen sich natürlich auch immer Rechnungen und Käufe und so. Dann würde das schon funktionieren. Ja, aber fürs erste Quartal gab es da jetzt keine andere Alternative. Ich bin selber Steuerberater, Belege selber erfassen immer besser, weil du dann Gefühl für deine Zahlen bekommst. Ja, safe, Rentner, ne? Aber ich muss wirklich, also gestern Abend und heute Morgen, deswegen bin ich dann auch nicht mehr online gekommen, weil ich war so fertig und mir ging es wirklich nicht gut. Es war echt, echt hart, Alter. Echt hart. Und ich weiß, und so, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen.
Aber gerade kriege ich echt das breite Kotzen. Ja, arbeitslos ist, man muss arbeiten. Und dann wollte ich mir gestern Abend Transformers 1 noch zu Ende anschauen. Hatte ich mir extra ausgeliehen für 4,99 €. Und das ist dann. Und dann ist das wirklich der Gnadenstoß. Und dann bist du aber auch wirklich eins vor Wasser einlassen in die Badewanne. Und tschüss. War das ganze Zeit, ist alle 5 Sekunden das Bild von 2K oder 1080p auf 360p gesprungen. Und es hat sich auch nicht gebessert. Und dann sitzt du da und denkst dir wirklich, also, sag mal! Sag mal! In-game, das mit der Badewanne. Muss sich auch finanziell noch ein bisschen lohnen. Ich habe da schon oft drüber gesprochen und ich mache da auch überhaupt keinen Hehl draus. Also bei allem, was ich sage, ne? Und ich war ja auch ehrlich so, und wir wollten das eigentlich auf dem Highlight-Kanal auch nochmal auswendig hochladen, aber ich muss da wahrscheinlich muss ich das nochmal neu machen. Und da können wir ja entweder später oder jetzt nochmal drüber quatschen. Es ist gerade eine Phase durch die Nachzahlung für 2021. Die neuen Kosten für den Steuerberater, die Vorauszahlungen, monatliche Umsatzsteuer, die 4 YouTube-Kanäle. Komme ich trotzdem noch super über die Runden, ne? Alles gut, aber ich habe jetzt halt einfach gerade so eine Phase, wo ich zum Beispiel einfach nichts zurücklegen kann. Aber es ist einfach mal so. Ich habe das ja mit euch schon, ich habe euch ja den YouTube-Kanal gezeigt und so, den Highlight-Kanal, den Stream-Highlights-Kanal setze ich jetzt, und diesen IRL-Kanal setze ich jetzt aktuell um die 1.000 €, 1.200 € monatlich zum Beispiel, und bekommen von dem YouTube-Kanal, was ich da rausbekomme, sind halt 200 € maximal, 150 € brutto. Brutto bekomme ich da raus, ne? Brutto 150, 200 €. Aber es ist halt trotzdem dieser ganze Stress, dieser ganze Mindfuck, Alter, das alles für das große Ganze, so, weißt du, was ich meine? Aufgeben ist keine Option. Alles für den Traum. Und wenn es dann am Ende aber alles irgendwann nicht funktioniert und du damit aufhörst, dann kannst du ja wenigstens sagen, dass du alles versucht hast. Also das ist halt immer der Termin. Aber ich will um Gottes Willen nicht, dass hier irgendeiner denkt, dass ich hier nur noch mich vom Toastbrot ernähre. Durch den Support und durch meine Partner, die ich habe monatlich, und auch durch die Integration jetzt zum Beispiel mit CyberGhost VPN, ist es eine riesige Unterstützung. Ne? Ich bin da jetzt, und Gott sei Dank bin ich immer noch nicht auf diese Placements angewiesen. Also den Großteil verdiene ich immer noch durch eure Subs, durch eure Klicks bei YouTube, durch euer Einschalten täglich. Verdiene ich immer noch den größten Teil durch Twitch und durch YouTube und durch meine Partner und diese Placements, ne? Jetzt zum Beispiel, ne, CyberGhost VPN jetzt seit einer Woche wieder am Start. Könnt ihr gerne abchecken, Ausrufezeichen CyberGhost oder Ausrufezeichen CyberGhost VPN in den Chat. Ich küsse da wirklich das Herz. Kommt mehr als genug rein. Ne? Wenn ich jetzt hier monatelang an mein Erspartes rangehen müsste oder so, dann würde ich mir auch Gedanken machen. Dann würde ich auch hart reduzieren, würde ein YouTube oder zwei YouTube-Kanäle streichen und mir denken, jo, Dinkel, pass mal up. Da kommen natürlich jetzt auch noch ein paar weitere Kooperationen. Etwas, mit dem wir wahrscheinlich gar nicht rechnen. Das wird witzig, zusammen mit Mats und mit Chris. Wird ein ganz cooler Stream. Aber ich bleib weiterhin genauso so authentisch und lasst euch einfach mal im Leben teilhaben, weil ich auch fucking Aufmerksamkeitsproblem habe. So, wisst ihr, was ich meine? Gibt ja auch Leute, die denken sich so, muss man das jetzt alles mitteilen mit der Welt? So, ja, muss ich. Ich habe ein Mitteilungsbedürfnis. Ich muss aber dazu sagen, dass jetzt auch das Sommerloch ist, ne? Und dafür läuft es sehr, sehr gut. Dafür, dass wir Sommerloch haben, läuft es überragend. Und ab Oktober, wenn alles gut läuft, ne, ich habe schon 20 Mal gesagt, inshallah, 70-30-Split durch Twitch. Wenn wir die 3 Monate mehr als 350 wiederkehrende und voll bezahlende Subs erreichen sollten, und es sieht aktuell gut aus, bekomme ich auch 20% mehr Split von Twitch, was eine Menge Geld ist. Und ich habe keinen, ich bin ein guter Canvas auf die Musik hier, einfach weiter so. Kusscreme, Dankeschön. Und ich muss auch nochmal dazu sagen, dass ich jetzt mir auch noch den Streaming-Rucksack gekauft habe und die ganzen Geschichten und New York war und hier und da und ditte, dass halt super viel investiert worden ist. Streaming-Rucksack auf Paruka will nicht, eine Woche später auf dem Open Beats werde ich streamen. Paruka will, kriege ich keine Drehgenehmigung, beziehungsweise die melden sich nicht. Plan B, achso, Thema Plan B, vielleicht das noch ganz kurz gesagt. Ich habe eine Ausbildung, ich bin Kaufmann für Marketing, Kommunikation. Ich habe Abi, ich habe super viele Connections jetzt über die Zeit auf Twitch gelernt. Ich weiß, wie die Selbstständigkeit funktioniert. Selbst wenn das Interesse der Menschheit viel zu abgehoben. Selbst wenn das Interesse irgendwann weggeht, werde ich immer irgendwie einen Weg finden, mein Geld zu bekommen, zu verdienen.
Und wenn Angie dann Onlyfans machen muss, ja. So, dann ist es so. Dann ist es so. Mit Herz dann aber auch. When I popped off.